So, und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Ich wollte eben schon Odyssey sagen. Ach, ich bin schon durch heute. Wir machen heute ein paar Nebenmissionen. Ich hoffe, dass sie sich jetzt nicht so mega krass, also dass sie irgendwie so mega krass umfassend sind. Ich hatte hier unten nämlich eine übersehen. Die machen wir gerade und dann schnappen wir uns nach und nach die, na, wie heißt die Nebenmission von Krokodilopolis. So. Ich würde auch ehrlich gesagt wissen wollen, ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie rausfinden kann. Die Dings, ich habe ihren Namen vergessen, die mit uns in der Arena gekämpft hat, die auch aus Siva kommt. Die hatte sich ja dann mit dem Krokodil, mit der ollen Trulla da verbündet. Und in dem Moment, als wir mit ihr gekämpft haben, ist es ja abgebrochen und wir sind zurück zu Leila gewechselt. Würde ich halt eben schon mal gerne wissen, was mit der passiert ist. Vielleicht ergibt sich das ja noch. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die sieben Bauern. Wieder meine Maus richtig hinlegen hier. Ah. Ja, kommt so 130 Meter brauche ich kein Pferd rufen. Das geht so. Sieben Bauern, sieben Plagen. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Magi. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Magi. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen, dann Hyänen oder andere Tiere. Re sei Dank, weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er drei Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Der ist immer noch größer als du. Ich denke ständig an Vater. Oh. Und lauf. Nein, Schlüssel. Die weicht nicht so gut aus. Bayek, wir müssen los. Willst du hin? Hast du das gesehen? In der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Ich glaube, gleich kackt's ab. Na? Ja. Alles klar. Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen, dann Hyänen oder andere Tiere. Ja, das hat sei Dank, weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er drei Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Okay. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Kommt jetzt wieder hier runter? Ja. Ach, Treffen ist heute echt nicht mein Ding, ne? Ah!
Irgendwas ist komisch. Oh, da kommt ein Sandsturm. Hast du das gesehen? In der Nähe des Eingangs? Das sind Zeichnungen an der Wand. Nein. Oh ja. Da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Einfach, weil es kann. Hallo? Okay. Genug getrödelt. Wir müssen planen, wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai. Aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Ja. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Und weshalb bin ich jetzt hier mit nach oben gekommen? Den Berg hinunter. Ach, runter. Ja, was zum Glück ist hier Wasser, ne? Ich hab ein Déjà-vu. Wie war das mit den Plagen? Mit dir haben wir eine Chance. Meinst du? Die Banditen sind Dämonen. Was immer. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Könnte ich die dann... So, es ist eigentlich ein optionales Ding. Egal. Wir verteilen sie hier trotzdem. Ich frage es halt eben nur, von wo kommen die? Ich dachte, die alten Magi wären fort. Du gibst mir wieder Hoffnung. Vorne macht sich das doch gut. Hier liegt auch viel. Magi, wir können dir gar nicht genug dafür danken. Die Götter schicken dich. Ich dachte schon, wir würden sterben. Doch jetzt habe ich Hoffnung. Ich will ja nicht kleinlich sein, aber sterben könntet ihr trotzdem. Ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Der Chef! Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten! Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken!
Wo ist die Frau? Hoppala. Ein leichter Schuss. Aua. Ich hab das Ziel in Sicht. Ja, dann mach was. Der weicht nämlich ein bisschen zu viel aus, der Typ. Okay. Bin in Reichweite. Geschafft. Aber es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Wo ist dein Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bajek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai. Der Bogen ist ägyptisch, doch älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Ah, okay. Ich bin gespannt. Gehen wir hier hoch. Wow. Lass mal sehen und ein bisschen was aufdecken. Ist nur einer. Gar nichts. Banditenbrief. Ihr wisst, dass unser Anführer von antiken Schätzen besessen ist. Diese Bauern wissen gar nicht, was der Bogen wert ist. Wir brauchen ihn um jeden Preis. Mir ist egal, wie viele ihr töten müsst. Wenn ihr fertig seid, kommt zum neuen Versteck. Geht von der alten Höhle aus nach Osten in Richtung der Olivenplantagen. Am Ende des Wegs findet ihr einen verborgenen Eingang zu einer unterirdischen Grabkammer. Dieser Ort ist perfekt. Wir können langfristig dort bleiben. Niemand wird uns finden. Außerdem haben wir hier etwas entdeckt, eine geheime Kammer. Wir versuchen immer noch, sie zu öffnen. Oh, klingt ein Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete. Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. So, meine Freunde. Jetzt komme ich. Erscheinen reicht. Komm schon. Ja gut, da war ich ja schon drin. Oh. Sein. Der Anführer ist in dieser Grabstätte.
bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Reisbogen. Gehen wir mal runter. Oh. Ja, genau. Halte eine Fackel. Genau. Ach ja, ach, die Scheiße schon wieder. Das hatte ich doch erst. Okay. Also nochmal. Jetzt wieder runter, warten. Ui, ja, toll, ich hab's verkackt. Also nochmal. Ich hab keine Geduld für sowas. Das ist eine Stätte von der ersten Zivilisation, hier meine ich noch. Wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Sollte vielleicht mal nicht so mit der Maus hin und her fuchteln. Das wäre dann bestimmt. Jawohl. Oh. Die sind ein bisschen tot. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Komm her, YOLO. Hey, wer war das? Hey! Ah, da bist du! Ich spreng dich um! Aua. Aua. Ich finde den Kettenwurf sehr viel besser als den Rotz hier. Kann er mal bitte mal eine Bombe schmeißen? Er reagiert auch nicht. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie in Reisbogen. Ja. Es passt. So sollte es gehen. Oh, hallo. Nun ist die Waffe perfekt. Ja, ich war halt schon hier, deswegen ist es hier alles schon gemacht. Spielst. Da wohnt der Menschenfresser. Willst du in Stücke gerissen werden? Jetzt komm da weg. Bitte? Senny, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philakitai davon? Die Philakitai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden.
kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Wie? Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Er könnte von Zubek besessen sein. Ach jo. Er ist so verrückt, um der Menschenfresser zu sein. Er tut nie etwas anderes als beten. Er mit dem Opfer von Zubek. Haltet jetzt auch mal alle die Klappe. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Fleisch. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von Strom aufwärts. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich... Da ist Fleisch in den Körben mit dem Fischfutter. Götter, etwa Menschenfleisch? Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. No. Verschwinde von hier! Zubek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Zubek frisst, wenn er sich paart. Er zerfleischt. Wen er will. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter stromaufwärts angeschwemmt. Aus dem bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Hallo. Wie heißt du? Das ist meine Zubek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das ist, sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Zubek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Was? Was für ein Spiel? Schissen, das Spiel. Hier, Neck. Hier. Mehr Leichenteile. Ja, das ist eine ganze Spur. Wo kommen die bloß alle her? Ja, das siehst du doch. Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhle dort. Excuse me? Ich würde gerne hier runter. Okay. Einmal Rückwärtsgang. Oh, Scheiße. Tot. Hier müssen all die Leichenteile herkommen. Ah. Amun. So viele Leichen. Ihh. Alle angefressen. Licht wieder aus. Und dieser Gestank. Amun. So viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Wer ist da? Bitte, Kissen hilf mir. Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Oh no. Bitte nicht. Bitte nicht das, was ich denke. Den Göttern sei Dank. Schnell, wir müssen gehen, bevor ihr zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Zeig's mal den Weg raus. Ich laufe dem jetzt gerade mal nach. Ah. Lass mich mal vor. Oh. Das war Reflex. Halt! Bleib stehen! Was willst du von mir? Ich geh jetzt halt eben ein bisschen außen rum hier. Ist ja egal.
YOLO! Was? Heteseros zürnt. Sobeks Abbild zeigt den Willen des Gottes. Was sollen wir tun? Ich werde Sobek heilen. Ihr betet weiter. Ich glaube, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich denke, wir sind jetzt auch so sehr in eine andere Quest gerannt. Ja. Das machen wir dann gleich. Sobeks Tränen. Nicht vergessen. Bewegung, los! Was denkst du dir dabei? Idioti. Da kenne ich noch so ein paar. Der Skorpion ersticht. Das Gift, es brennt. Das Licht, nun, es balsamiere ich dich ein. Ein kranker Mann. Das setzt seinen Taten ein Ende. Ubala. Mögen sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Der Skorpion ersticht. Das Gift, es brennt. Okay, das Licht, wait. Es schwindet. Quests Sobeks Tränen. Wie Tau, ein Antlitz einst vor Liebe ruft,